Oh, Andreas, Alter, wie geil, ey. Wow. Was für eine Arbeit. Moin zum Freund der Sonne. Willkommen zurück zu Zuschauerix. Wir haben, glaube ich, noch ein, zwei Kracher im Angebot für euch heute. Und wir gucken gleich mal rein in die Liste. Und wir sind mit Sebastian. Sebastian hat war in der letzten Folge schon dabei, aber der hat sich da nochmal reingesneakt und hat scheinbar ein Upgrade gemacht. Wie sieht denn das hier aus? Ui, ui, ui. Da wurde aber ordentlich aufgeräumt. Oh, hier hat sich jemand einen belüfteten Sitz gekauft. Natürlich, Miezekatze. Hau mir doch einfach alles ins Gesicht. Aber der Teppich ist geblieben. Der schöne Teppich ist geblieben. Wie sieht's denn hier aus? Oh, noch ein bisschen mehr RGB angebaut. Alrighty. Sebastian, das Upgrade hat sich gelohnt, Junge. Das sieht schön clean aus. Der Reuden. Ich glaube, der Reuden hat Marke Eigenbau. Alrighty. Das sieht wirklich nach Marke Eigenbau aus. Ist das aus Holz? Hier hat jemand sich sehr viel Gedanken gemacht, du. Auch alles auf Rollen gesetzt? Ist das ein Vorwerkstaubsauger? Auch mit Verstellung und allem Pipapo hier, du? Das ist schon nicht schlecht. Schön der alte Gaming-Sitz noch dazu. Warte mal kurz. Fährt hier jemand einen Thrustmaster mit einem KS-Wheel? Das ist ja geil. Reuden einfach ein Macher, Junge. Reuden einfach ein Macher, Junge. Da waren die Träume nicht nur Träume. Also Reuden, das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Ah, fährt jetzt mittlerweile auf einer R12, okay. Reuden? Schöne Arbeit, wirklich. Was haben wir denn hier? Jens Kolle. Nürburgring ist, also Nürburgring 90% muss dabei sein, ne? Nürburgring? Auch schön. Sieht ordentlich aufgeräumt aus. Hier sieht es ja aus, als wenn ein Schreibtisch noch involviert ist. Mal gucken. Nee, das ist einfach nur, damit das dunkel ist. Schön. Ich habe das Gefühl, dass wir bei Jens Kolle irgendwann auch nochmal so mehr sehen werden. Wir werden irgendwann nochmal mehr sehen von Jens. Das ist, glaube ich, noch nicht fertig. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht fast so aus, als wenn das gefotoshoppt ist. Das sieht fast so aus, als wenn das gefotoshoppt ist. Ich bin gespannt. Also von Jens sehen wir bestimmt auch nochmal mehr. Es ist klein, aber mir reicht's. Du. Also, Jens? Da, es gibt hier kein einziges Rig, wofür man sich schämen muss. Überhaupt nicht. Was haben wir denn hier? Check. DIY-Holz. Oh, Check schwitzt viel, hat Handtücher verbaut. Oh, die gute Beschriftung. Läuft. Ist so geil, ne? Oh, guck mal hier, die alten PC-Speaker noch. Oh, wie geil, Alter. Handtuch ist auch mit drin. Check gibt alles, wenn er fährt, Junge. Wie geil ist das denn bitte hier? Das ist doch mega cool. Das feiere ich ja richtig. Check, das ist, Not macht erfinderisch. Und wie sagt man so schön? Wenn Fusch funktioniert, ist es kein Fusch mehr. Und das sieht nicht nach Fusch aus. Check, schönes Rig. Das ist geil. Hessi. Was hat Hessi denn hier? Ah, Hessi war ja der Club-Rig-Bauer, glaube ich, ne? Hat der Hessi geupgradet? Hessi hat ja hier diese Club-Variante gebaut gehabt, ja. Zum Wegrollen. Das ist auch schön, Hessi. Zeig ich, wie es ist? Der Stuhl, der ist einfach so geil. Bei Hessi. Rensch, was haben wir denn bei Rensch? Ich habe mal ein paar Bilder von meinem Rig gemacht. Rensch ist Mercedes-Fan, würde ich mal behaupten. Da wird auch AMG-Wheel gefahren. Das sieht auch schon. Das ist der VHS-Controller, ja. Hier alles in Kabelstränge drin, alles richtig schön aufgeräumt. Na klar, du, Mercedes muss drin sein. Warte mal kurz, hast du die Feder gewechselt bei VHS? Da hat jemand die Feder gewechselt bei VHS. Das ist nicht die Originale. Da wurde getuned. Also gibt es mittlerweile Umbauten dafür. Gut zu wissen. Ja, Mercedes-Wheel. Mhm. Moradnes Handschuhe. Und Panorama, gute Strecke. 3D-Drucker ist auch da. Das heißt, hier wird auch ein bisschen gebastelt. Schön. Das ist auch ein schönes Rig. Schöner Raum. Das ist ein schöner Raum, Rensch. Toller Armein. Technical. Hatten wir Technical nicht? Ah ja, guck. Hier wurden noch eine Buttonbox und die Flex angebaut. Stimmt. Ah ja. Technical war ja, glaube ich, in der vorigen Folge schon. Was haben wir denn bei Knickknack? Knickknack hat er jetzt auch nochmal geupgradet, so wie es aussieht. Knickknack spielt Klavier / Piano. Also manche Hobbykombinationen sind ja schon sehr interessant, ne? Was haben wir denn jetzt hier bei Knickknack Neues? Das ist das neue GSI, ja.
Oh, da wurde die Wheelbase hinter den Monitor gebastelt. Alright. Da liegt noch ein Flausch auf dem Boden. Das ist auch so schön aufgeräumt und clean. Das ist so schön aufgeräumt und so clean. Schöne Arbeit. Sag ich, wie es ist. Das ist eine sehr schöne Arbeit, Nicknack. Flexi, was haben wir denn bei Flexi? Ah, guck mal, Flexi. Ah, Flexi war nämlich schlau. Der hat sich Räder hinten angebaut, dass er es wegrollen kann. Der Fuchs. Der Fuchs hatte einfach dran gedacht beim Bauen. Das war hier, glaube ich, mitten im Bauprozess. Flexi, du, mal waschen. Mal waschen. Mal durchziehen, durch die Maschine. Oha. Aber ist auch schönes Rig. Schön einfach gehalten. Aber ich glaube, wir sind hier noch. Wir werden von Flexi noch mehr sehen, denke ich. Das ist hier noch nicht alles. Das ist hier noch nicht alles bei Flexi. Wir müssen Flexi mal im Hinterkopf behalten, der kommt noch. Werner ist auch ein guter, ne? Ja, Werner, ich weiß, den Slip-Angle-Kit muss ich mir kaufen. I know, Werner. Fürs Entkoppeln, der Slip-Angle-Kit. I know. Mit Werner habe ich gesprochen, als ich letztens beim Simrace-Shop war auf dem Treffen. Werner ist auch ein sehr motivierter Fahrer und Bastler, könnte man sagen. Da hat sich aber auch wirklich einiges geändert bei Werner. Der müsste jetzt auch, er hat jetzt geupgradet auf Triple Screen, ja. Werner hat auch alles gegeben und sich das ins Wohnzimmer reingedonnert. Oh, das Lenkrad wurde auch nochmal geupgradet. Na klar, warum denn nicht? Warum denn auch nicht? Werner hat auch wirklich ein sehr schönes Rig. Auch mit sehr viel Passion gebaut. Louis, was haben wir denn bei Louis? Oh, Louis ist, glaube ich, auch in Farming-Simulator drin, so wie es aussieht. Oh, hier wird mit Gurte der Sessel festgemacht. Louis ist aber auch ein ganz entspannter, glaube ich, im Sessel. Aha, da haben wir es. Louis hat einfach seinen Sessel angerammelt. Louis hat einfach seinen Sessel mit angebaut. Alright. Aber so wie es aussieht, fährt auch eine Alpha Mini am Tisch. Und bis jetzt noch nichts passiert. Alright. Schönes Ding, Louis. Das ist, glaube ich, sehr entspannt, da drin zu sitzen. Was haben wir denn hier? Softplay. Ich suche den Controller. Aber ich glaube, Softplay ist auch gerade erst reingegangen, irgendwie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kommt bestimmt auch noch mal was. Der Anfang ist getan. Dreimal Screen. Gefahren wird entweder mit Controller. Aha, hier steht's. Siehst du, am Tisch dann. Alrighty, Gentlemen. Wow. Alright. Steht auf der anderen Seite der Falken-Porsche? Gentleman. Wow. Nee, da steht ein BMW drin. Alter, wie geil sind denn die Boxen, bitte? Die hauen mich ja richtig vom Hocker, Gentleman. Ui, schön. Und das so schön präsentiert, das sieht wirklich gut aus, Gentleman. Ich glaube, wir haben, glaube ich, von Gentleman schon mal was gesehen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber das ist auch schön, Gentleman. Geil oder geil? Nee, ist geil, Gentleman. Siehst du, ist ein Update. Ja, wollte ich sagen, Gentleman haben wir schon mal gesehen. Was haben wir denn hier? Chris hat alles gegeben. Chris hat sehr, sehr clean gebaut. Wow. Hier ist auch ein bisschen DIY-Stuff drin. Ja, ich glaube, Chris ist so im Prozess noch, glaube ich, ein bisschen mehr. Boah, die Ecke sieht richtig schön aus. Ich habe das Gefühl, wir werden bei Chris auch demnächst nochmal ein Update sehen. Und dann wird er eine Box haben. Habe ich das Gefühl. Irgendwie glaube ich, dass das kommt. Weil hier wurde schon vorbereitet. Ich denke, hier wird eine Box gebaut. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist auch sehr schön. Wirklich. Alles clean, aufgeräumt. Das ist eine schöne Ecke, Chris. Wirklich. Sehr, sehr schöne Ecke. Simocube Update kommt noch. Naja, du. Gut Ding, will Weile haben. Pax. Was haben wir denn bei Pax? Oh, wir haben ja alle solche Geschichten. Solche Geschichten haben wir ja gerade vor kurzem gesehen. Das sieht so nach DIY-Bau aus hier, ne? Ja. Das sieht sehr nach DIY aus. Das sieht auch wieder so aus, als wenn der Sitz wieder mehr wert ist als alles andere. Aber ist auch geil, weißt du, keine Monitorhalterung, nichts. Der Platz wurde genutzt dafür, den man hat. Geil. Oh, hier sogar noch DIY-Buttonbox, ne? Schön.
Aber ich sag's, wie es ist, ne? Der Sitz war teurer als alles andere. Bei Becks. Aber ich würde auch hier behaupten, der Platz wurde maximal ausgenutzt. Ich denke, hier können wir auch nochmal was Großes erwarten. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, wir können hier demnächst nochmal was Großes erwarten bei Packs. Solche Geschichten. Ah ja, guck hier. Warte mal, das haben wir doch schon gesehen bei Packs, oder? Hatte Packs das nicht mal schon gepostet für uns? Siehst du? Ich sag's ja. Ja, wartet mal auf das nächste Update bei Packs. Da kommt noch was. Ich wollte gerade sagen, irgendwoher kannte ich diese Ecke hier schon mal. Die haben wir, ich glaube, 2, 3, 4, 5 Folgen vorher mal. Ja. It's gonna happen. Was haben wir denn jetzt hier bei Haki? Haki, müsst ihr wissen, ist einfach der Bastler vor dem Herrn. Also, der baut mehr, als er fährt, glaube ich. Holy moly. Hier ist alles DIY. Haki auch auf Rollen drauf? Das ist richtig schick. Mager. Boah. Weißt du, für eine tolle Arbeit von Haki. Haki ist ja DIYer. Der baut so viel selber. Wow, Haki. Das sieht wirklich schön aus. Was haben wir denn hier? Da werden wir demnächst, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr sehen. Was haben wir denn hier? So hat's mal angefangen. Ah, guck mal, hier hat sich jemand seinen Radiator für die Wasserkühlung an die Wand gehangen. Alrighty. Jetzt ist der Radiator weg. Hä? Ist das ein Radiator? Das war doch der Radiator, oder? Ein externer? Würde ich sagen, ja. Ah, hier wird schon gemacht. Haki ist schon wieder fleißig. Da kommt DIY-Pedal, kommt noch. Da kommt noch DIY-Pedal. Dogmo. Und Dogmo schließt quasi die heutige Folge ab. Oh, Dogmo, weise Wahl. Ist auch schon Triple Screen. Was ist denn hier? Ah, das ist der Sitz. Das sieht von der Perspektive anders aus. Ah, hier, das sieht so aus wie DIY selbst gebaut, das Rig. Auch schön. Da hängt eine Simocube dran. Ne? Das ist auch schön, Dogmo. Schön mit dem Flex, simpel gehalten. Oh, gutes Dashboard. Oh, da ist eine Asher-Buttonbox dahinter. Oder? Das müsste doch noch. Ist das eine Asher-Buttonbox? Würde ich fast sagen, nee, dann fehlt das Asher hier oben, glaube ich, oder? Ja. Das Wheel sieht aber noch sehr unbenutzt aus. Das sieht noch sehr unbenutzt aus, das Wheel. Oder das ist Leder. Aber es ist auch ein schönes Rig. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher fand ich Silber irgendwie nicht mehr so schön, aber in manchen Haushalten bzw. Ecken macht Silber schon ein bisschen was her. In manchen Ecken macht Silber schon was her. Oh. Nee. Dogmo darf nicht abschließen. Andreas hat jetzt noch einen reingebombt. Bombt. Und Andreas hat alles gegeben. Okay, Andreas. Gut. Warte mal kurz. Haben wir nicht Andreas ist in der Küche? Waschraum? Küche? Oh, warte mal. War Andreas nicht der... Oh, ich glaube, Andreas, sein Rig ist komplett aufgebockt gewesen, ne? Ich glaube, das war Andreas. Wir hatten das schon mal. Da kann ich mich dran entsinnen. Und ich glaube, das Rig müsste komplett aufgebockt sein. Ja. Oh, Andreas hat einen LG-Monitor. Ja, Andreas hat ein bisschen... bei Andreas gibt's alles am Rig. Bagger, da gibt's alles am Rig. Alrighty then. Also ich glaube, hier gibt's keine Achse, die sich... No, my God. What the... Hier gibt's keine Achse, die sich nicht bewegt. Also hier ist wahrscheinlich sogar Slip mit drinne. Hier ist alles mit drinne. Wow, Andreas. Da hast du aber echt vom letzten Mal bis hierhin nochmal ganz schön geupgradet. Das ist ein Motion Rig in alle Richtungen. Also hier müssten alle Achsen sich bewegen. Also hoch, runter, Slip müsste drin sein. Der Gurt macht auch noch mit. Also da ist alles drin, was geht. Oh, Andreas, Alter, wie geil, ey. Wow. Was für eine Arbeit. Was für eine Arbeit von Andreas, Junge. Holy moly. Oh, guck mal hier, sogar mit Belüftungssystem, alles drin. Das ist noch der Anbau, ne? Ja. Hey, das ist weitaus mehr als 15 Scheine von der Sonne. Das sich in den Keller stellen, das ist schon ein bisschen mehr. Also ich sag's mal so, Andreas, wild, würde ich sagen.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Lass mal das Rig außen vor. Wie geil ist denn jetzt bitte hier unten der Keller mit der ganzen Holzverkleidung und so und die Holzdecke und wie das hier alles... das ist ja schon wieder so ein schöner Raum, ey. Wow. Das ist schon ein Banger. Sag ich, wie es ist. Aber ihr habt generell, gibt so viele Leute von euch da draußen, die solche Banger haben. Ich freue mich halt echt auf die nächsten Folgen, wo Leute ihre Upgrades posten und was halt alles noch so bei euch rumquackert und was ihr da für Sachen baut. Dankeschön, Leute, dass ihr alle eure Rigs, also super viele Rigs einsendet, die wir uns angucken können. Und ihr müsst euch auch überhaupt nicht schämen, muss ich gleich dazu sagen. Und wenn ihr nur an einem Schreibtisch fahrt, da haben Leute auch schon so krasse Sachen zusammengebastelt. Danke, dass ihr alle eure Rigs einsendet und schämt euch nicht für das, was ihr fahrt. Wir feiern das alles. Also von übel übertrieben bis super einfach anfangen, irgendwo in der Nische. Das ist für uns einfach schön, das mal anzusehen und Leute können sich da Inspiration holen. Also an dieser Stelle, Kuss geht raus und wir sehen uns entweder mal im Livestream oder wir sehen deinen Rig in der nächsten Folge. Also, bis dann, hab einen schönen Tag. Ciao, Kakao.